Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. In diesem Video zeige ich euch 7 Tricks, wie ihr große Zellen bekommen und vor allen Dingen auch behalten könnt. In this video I show you 7 tricks how to get and above all how to keep huge cells. Der erste Trick ist, den ich also angewendet habe, die Leinwand vor dem Gießen feucht machen. Vielleicht mit einem Sprüher für Pflanzen oder was auch immer. The first trick that I use is to moisten the canvas a little so that the paints can flow more easily. Dann muss man ausreichend Farbe nehmen. You have to take enough paint. Ich habe hier also eine 40-40 Leinwand. I have got here a 16x16 canvas. Und der Art Resin Calculator hat mir gesagt, dass ich also mindestens 250 Milliliter brauche. And the Art Resin Calculator worked out that I need at least 250 milliliters of paint. Die Farben, die ich genommen habe, könnt ihr hier sehen, sind von Vallejo. Ich habe sie so angerührt, wie ich es immer unter meinen Videos schreibe. You can see the paints from Vallejo that I used, and I used the same recipe that I always put in the description box under the video. Noch ein schnelles Wort zum Silikonöl. Je weniger, desto besser. Weniger ist mehr. A word about silicone oil. Less is more. It's not the case that the more silicone oil you take, the more cells you get. On the contrary. Es ist also nicht so, dass je mehr Silikonöl man nimmt, desto mehr Zellen bekommt man. Im Gegenteil. Now trick number 4. First torching, then tilting. Trick Nummer 4. Erst erwärmen, dann schwenken. Ihr seht, es sind schon die ersten Zellen entstanden. You can see the first cells that have come up. Der nächste Trick ist, für das Erwärmen verschiedene Wärmequellen ausprobieren. Check out different heating devices for this heating process. Hier benutze ich als erstes den Butanbrenner. Here I'm using the torch. Jede Wärmequelle macht andere Zellen oder hat andere Effekte. Each heating device has different effects on the cells. Hier benutze ich als zweites Mittel den Haartrockner. So, here I'm checking out the hair dryer. Und dieser Haartrockner trocknet natürlich auch die Farbe etwas an. Das muss man immer dabei bedenken, dass man das nicht zu lange benutzt. Aber er hat einen anderen Effekt als der Butanbrenner. The hair dryer has a different effect from what the torch did. And last but not least, the heat gun. Und jetzt zum Schluss benutze ich noch die Heißluftpistole. Auch die bringt wieder andere Zellen und andere Formationen hervor. Und wenn man alle drei durchtestet, hat man alle Möglichkeiten ausgeschöpft. If you check out several heating devices, you won't miss out on any opportunity to get some cells. Tricks Nummer 6. Füll die Lücken bis zum Rand mit Weiß auf. Trick Nummer 6. Spread white in the gap between the puddle and the edges of the canvas. The reason is that you don't want to tilt too much. Der Grund ist, wir wollen nicht zu viel schwenken müssen. Und wenn man zu viel schwenken muss, dann verformen sich die Zellen, die man hat, und am Schluss bleiben gar keine schönen Zellen mehr übrig. So if you tilt too much and too long,
then your cells will get distorted and they won't look nice anymore. They will eventually get lost altogether. Und darum haben wir jetzt es der Farbe leichter gemacht, zum Rand zu kommen, ohne die Zellen dabei zu sehr zu zerstören. And we make it easier for the paint to come to the edge without distorting the cells too much. Jetzt kommt Trick Nummer 7. Man muss die Oberflächenspannung der Farben aufbrechen. This is trick number 7. You have to break the surface tension of the paint. Ich tue das mit meinen Fingern. I'm doing this with my finger. Ich sehe, wo die Farbe hinlaufen will und gehe dann mit meinem Finger in die Farbe hinein, zum Beispiel da gleich in das Rot, um die Oberflächenspannung zu zerstören und damit die Farbe schneller zum Rand läuft. In order to break the surface tensions of the paint, I'm touching it, I'm going into it with my finger and I'm spreading it to the edge, and you will see that the paint will flow much faster now and there won't be any obstacles. It's easy and fast, and therefore the cells are not distorted. Durch dieses Aufbrechen der Oberflächenspannung ist das Laufen für die Farbe einfacher, schneller und die Zellen bleiben erhalten, werden nicht völlig verunstaltet durch zu vieles Schwenken. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Zellen erhalten bleiben. Man hat genug Farbe, damit man nicht zu viel schwenken muss. Man bricht die Oberflächenspannung, damit man nicht zu viel schwenken muss. Und man befeuchtet die Leinwand, damit man nicht so viel schwenken muss. So everything, so not tilting too much. Tilting as little as possible is key. With moistening the canvas, taking enough paint and breaking the surface tension of the paint. Und das Bild ist fertig und ich finde es super toll, super schön, kaum noch zu toppen. So my painting is ready. I like it very much. I think it is just amazing, those huge multicolored cells. Also diese riesigen bunten Zellen finde ich ganz einfach fantastisch. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. I hope you give me a thumbs up and subscribe to my channel. Hier ist übrigens das Close-up. Here is the Close-up, by the way, of my painting. Und ich hoffe, ihr kommentiert, was ihr davon haltet, von diesen 7 Tricks. I hope you will comment on my 7 tricks. Ihr könnt das Video auch teilen. You can share the video. Sharing is caring. Und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder. Freitag ab 1 macht jeder seins. And we meet again next weekend on Friday. Thanks for watching, guys. Danke fürs Zuschauen.